Erwerbsminderungsrente wegen Wegeunfähigkeit verursacht durch Stuhlinkontinenz. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Kein Fall, den wir erfunden haben, sondern rechtskräftig am 29. Dezember 2020 durch das Landessozialgericht Baden-Württemberg entschieden. Die Klägerin erkämpfte sich erst in der zweiten Instanz, also in der Berufungsinstanz, eine volle Erwerbsminderungsrente und zwar wegen Wegeunfähigkeit. Grundsätzlich wird eine Erwerbsminderungsrente immer nur dann gewährt, wenn ein Versicherter nur noch ein eingeschränktes Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt hat. Das heißt also, wenn ich nicht mehr als 6 Stunden arbeiten kann, dann habe ich Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente. Ob nun teilweise oder voll, das sei erstmal völlig dahingestellt. Die Gewährung einer Erwerbsminderungsrente kommt aber auch in Betracht, wenn der Versicherte nicht in der Lage ist, eine Arbeitsstelle zumutbar aufzusuchen. Das heißt also, wenn ich trotz meiner Leistungsfähigkeit aufgrund von Erkrankung nicht in der Lage bin, auf die Arbeit zu kommen. Denn der Arbeitsweg gehört mit zur versicherten Erwerbstätigkeit. Dies deshalb, weil zur Erwerbsfähigkeit auch das Vermögen gehört, eine Arbeitsstelle in zumutbarer Zeit aufsuchen zu können. Also das nennt man Wegefähigkeit. Und in diesen Fällen ist dann eine volle Erwerbsminderung gegeben, obwohl der Versicherte noch in der Lage ist, 6 Stunden täglich eine Arbeit zu verrichten. Das heißt also, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, auf Arbeit zu kommen und könnte dort auf Arbeit eine Erwerbstätigkeit ausüben, dann habe ich trotzdem Anspruch auf eine volle oder teilweise Erwerbsminderungsrente, aber nur befristet. Die Betroffene leidet unter Morbus Crohn. Das ist eine entzündliche Darmerkrankung. Diese Erkrankung, das wissen wahrscheinlich die Betroffenen am meisten und am besten, ist sehr tückisch. Oft nur behandelbar, wenn überhaupt mit Cortison oder mit operativen Eingriffen am Darm. Folge bei der Klägerin war, dass sie wegen Morbus Crohn unter Stuhlinkontinenz leidet. Eine ganz schlimme Sache. Sie hat selber keinen Führerschein und muss auf Arbeit die geforderte Wegstrecke oder muss, um überhaupt auf Arbeit zu kommen, dann die geforderte Wegstrecke von 4x500 Metern pro Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Das sind so die Sachverhaltsfeststellungen des Gerichts. Da hat man einen Gutachter geholt und das Gericht und der Gutachter hat dann festgestellt, dass die Klägerin hier den öffentlichen Nahverkehr nicht benutzen kann. Und das Gericht hat dann Folgendes gesagt. Der Klägerin sei die Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs nicht zumutbar. Busse und Straßen haben keine öffentlichen Toiletten. Stuhlinkontinenz führt dazu, dass sich der oder die Betroffene unkontrolliert mit Stuhlgang entleeren kann oder sogar muss. Eine Situation, die in diesem Fall für die Klägerin unerträglich ist. Daher liegt nach Ansicht der LSG-Richter Wegeunfähigkeit bei der Klägerin vor. Diese Wegeunfähigkeit führt trotz Vorliegen der vollen Erwerbsfähigkeit, meine Damen und Herren, dazu, dass die Klägerin nach Ansicht der Richter Anspruch auf eine volle Erwerbsminderungsrente hat, aber nur befristet. Warum gibt es nur eine befristete Erwerbsminderungsrente bei der Wegeunfähigkeit? Das ist ganz klar, da sagt die Rechtsprechung, die Wegeunfähigkeit kann ich im Allgemeinen durch geeignete Maßnahmen wieder herstellen. Zum Beispiel, dass mir die Deutsche Rentenversicherung einen Taxidienst bestellt, wenn ich zum Beispiel selber keinen Führerschein habe. Oder aber, dass mein Fahrzeug im Rahmen einer Teilhabeleistung vielleicht umgebaut wird, wenn ich behindert bin. Oder ich eventuell aufgrund einer Reha-Maßnahme einen anderen Beruf lernen könnte oder andere geeignete Maßnahmen. Wenn ich aber so schwer krank bin, wie in unserem Fall die Klägerin, die an Stuhlinkontinenz leidet, sehe ich keine Möglichkeit, wie diese Dame hier wieder wegefähig für die Zukunft werden könnte. Zum Nachlesen für Sie das Aktenzeichen des Gerichtsurteils. Ich sage es ganz langsam. Groß L 7R 3817 Schräge 19. Urteil vom 19. Dezember 2020, Landessozialgericht Baden-Württemberg. Näheres zum Thema EM-Rente und Wegeunfähigkeit finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.